Jo, moin Leute, Browser XL hier, herzlich willkommen zurück zu Retro Rampage. Wir sind in Folge 70. Ja, langsam wird es Zeit, ein wenig sentimental zu werden, denn so langsam geht diese Serie im Ende zu. 75 Folgen sind geplant, mehr dazu im korrespondierenden Infovideo für den Monat September. Heute aber spielen wir aus dem Jahre 1982 von Z-Mac Inc. River Raid. Nicht zu verwechseln mit River Raid. Wir werden zwar auch auf einem Fluss unterwegs sein, allerdings nicht mit einem Flugzeug, sondern mit einem Boot. Und das sieht so aus. Das ist unser Boot. Wir können schnell oder langsam fahren. So, und jetzt müssen wir halt eben hier über Rampen springen. Wir müssen den Leuten ausweichen, den Steinen, den Booten, wie sie uns alle an die klöten wollen. Die Enten dürfen wir überfahren. Menschen können wir auch überfahren. Aber die sind somit... Ups. Die sind somit Sonnencreme eingeschmiert, dass die ein wenig glitschig sind und wir auf dem Wasser hin und her rutschen. Da müssen wir also so ein bisschen aufpassen. Aber das kriegen wir schon hin. So, dann lass uns mal sehen, dass wir zum Ziel kommen. Bevor die Zeit abläuft. Ich werde jetzt die Menschen künftig meiden. So viele Punkte bringen die auch nicht. Ja, Stichwort Gewaltdiskussion. Schon lange vor GTA hat man dort einfach sinn- und verstandlos Menschen übergenascht. Autsch. Verdammt. Das Kanu da, wo dieser Typ drin rumrudert, ist keine so gute Idee anzufahren, weil das ist nämlich stabiler als unser Boot. So, gib Gummi. Oh, mal schauen hier. So. Wie sieht's denn aus? Ach. So, das war das Boot von Herrn Last. Stand hier eben da, ne? Last Boot. Also, normal, komm. So. Jetzt mal ein bisschen Konzentration. Dann wird es auch. Ja, okay. Damit habe ich euch das zumindest auch mal vorgeführt. Aus irgendeinem Grund hakte gerade eben mein Stick. Ich liebe das. Mensch, Hans Kinners. So. Man hat hier halt eben auch nicht wirklich viele Möglichkeiten, ne? Also links, rechts, schnell, langsam, das ist es. So mal nach vorne oder nach hinten ist in diesem Game nicht vorgesehen. So, ich werde jetzt, siehst du, da wäre ich nämlich auf dem Boot gelandet. Das wäre nicht so gut gekommen. Meine Haftpflicht übernimmt nicht so viel. Eieiei, so, komm schon. Ich weiß halt eben auch nicht, wenn ich über diese Rampen nasche, ob dann nicht dann vielleicht doch irgendwas am Ende der Straße wartet, das wir nicht so gerne haben mögen. Weil wie ihr sehen könnt, das hier passiert vollkommen prozedural. Das ist alles zur Laufzeit bevölkert. Und hätte ich springen können, stand doch gar nicht so schlecht. Hier kommen noch ein paar Enten für den Trophäenschrank. So. Na, wann kommt denn hier der... Yes. Play nochmal. Hey, in der Luft. Auf geht's. So, aha, seht ihr, jetzt sind hier zwei Fahnen immer draußen am Rand, die Weg abstecken. Ist es nicht eine schöne Belohnung, zwei zusätzliche Fahnen, jeweils eine links, eine rechts, am Rand zu sehen, während man malerisch mit laut rührenden Motoren hier durch die Valla Pampa rast, Enten platt macht und sonstige, ja, Vorsicht, Boot. Vor allen Dingen, das sind alles Engländer, ne?
irgendwie? Alle rot, alle Sonnenbrand? So, mal schauen, ob wir noch durch diesen Level kommen. Das war eben eine Unvorsichtigkeit. Die uns so nicht wieder passieren sollte. Aber immer mal wieder passieren kann. Doch noch. Dann können wir ja doch noch mal gucken, was der nächste Level so für uns übrig hat. Wahrscheinlich drei Fahnen auf jeder Seite. Ich weiß, es ist eine gewagte These. Aber es sind drei Fahnen. Yes, komm, da fahren wir noch ein paar Enten tot. Nachher geht's Tauben vergiften im Park und es wird immer voller. Natürlich, wie soll es anders sein? Ach komm, einen will ich noch. Einer geht noch. So. Mal gucken, machen wir mal eine Challenge-Runde. Mit minimalst möglichen Lenkbewegungen durchkommen. Landi, landi, hu. La. Oh. Habt ihr den gesehen? Habt ihr den gesehen? Meine Herren. Coole Nummer. Das war ja nun echt knapp. Ich dachte, ich knall da voll auf den Stein und dann als nächstes in die. Meine Herren, auf die andere Rampe. Aber nein! Unser eiskaltes Rennfahrergeschick. Oh Gott, da muss ich gleich auf meiner eigenen Hybris husten. Hat uns da natürlich eiskalt rausgehauen. Macht man das nämlich und nicht anders. Wow. Weil das Spiel war da ja auch gnadenlos, ne? Also es hat euch die Hindernisse auch direkt in den Weg gestellt. Das war ihm vollkommen egal. Rampe? Boah, ist egal. Komm, parken wir halt ein paar Steine davor und knallt halt eben da drauf, der Depp. Ne? Also von daher. Ich weiß nicht, ob es da einen Automaten gab, aber vorstellbar wär's. Und jetzt mal ganz im Ernst. das wäre natürlich auch echt so eine Nummer, wo man dann mehr als einmal frustriert die Vierteldollar hinterhergeschmissen hätte. Hat man eigentlich immer die Fahnen mitgezählt, damit man mal weiß, wie viele man das schaffen muss? Hab nicht drauf geachtet. Muss ich zugeben. La 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 la. Ja. Ja. Da ist ein Mensch, da will ich jetzt nicht drüber fahren, da könnte ich gegen die Steine hauen. Ja, und darüber so lange nachzudenken, bis man dann halt eben wirklich gegen die Steine haut, ist kein guter Plan. Bin ich ganz ehrlich. So. Immer schön drüber hier. Komm. Platsch. Und weg. Da, die ho, da, die. Die war ja kurz versucht. Aber, nee, das lassen wir lieber. Eieieiei. Nein, fordern wir unser Glück nicht heraus. Eieiei. So. Eieiei. Gut, Enten noch genascht hier. So soll es sein. Mal gucken. Ja, das ist dann wohl so. Auf zum letzten Boot.
Was mich halt auch so ein bisschen wundert, ist, warum unser Boot so komisch blinkt. Haben wir da einen Castor-Transport an Bord oder so? Okay. Kann sie nichts machen. Da fährt er wohin er will. Und bei uns ist dann halt eben Matschbamba angesagt. In diesem Sinne war es das für den August mit der Retro Rampage. Wie gesagt, wir gehen im September auf die Zielgerade für die Season 1. Und dann habe ich noch ein kleines Schmankerl für euch. Einerseits natürlich noch die letzten 5 Teile der Retro Rampage, zumindest so wie es momentan, als ich das hier aufgenommen habe, geplant war. Und danach, bevor wir in die zweite Season starten, habe ich noch ein kleines Schmankerl, das ich einschieben möchte, einfach, weil das finde ich sehr gut und es wird keine, also zumindest nicht geplant, wird es keine Konsolenserie geben, aber ich habe eigentlich hier ein sehr schönes ursprüngliches Konsolengame, das ich da in 3 Teilen zeigen möchte. Ich verrate jetzt noch nicht so viel, wer wirklich richtig neugierig ist, der guckt sich das September-Info-Video an oder halt eben schult schon mal in den Veröffentlichungsplan. Da steht es natürlich mittlerweile auch drin. Und in diesem Sinne sage ich jetzt tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ich bin raus. Ciao.